Schaue ich hier mal zu. Okay, wir sind doch jetzt. So. Die Team Kill mit 2 Kills. Bester Spieler bei Kurz im Team ist Crazy momentan mit 11 Kills und 0,85 KD. Bei denen ist das Chemiker. Ja, jetzt hier zu gucken. Der Beste. Der beste Spieler ist gerade Sherry Woods mit einer 1,6 KD. Hat auch die meisten Kills bei denen. So. Krass, ist es eigentlich auf Augenhöhe das Spiel? Ist es häufig Gleichstand? Golf ist halt auch gut drauf mit einer 0,7 KD. Mhm. Muss man ein bisschen mehr. Ja, machen. Golf mit einer 1,33 Viertel. Mal schauen, ob die heute ihr erstes Spiel gewinnen. Ich werde es mal für Kratz wünschen. Ja, ich hoffe auch, dass Kratz ein Team muss mal gewinnen. Ich denke mal, dann. Man muss mal runterkommen als Kommentator, aber. Ja. Man kann es nicht mehr wünschen. Die Riders haben, glaube ich, schon 2 Spiele gewonnen, glaube ich. Und dafür ist die KD beim Cherrywoods Team besser als bei Kratz. Ja. Dann, drei Leute einer KD. Ja, Kratz und Golf machen ja hier bei uns und bei den Pirates die Punkte. Das ist nur schade, dass ich nur Golf und so den Schritt zuschauen kann. Ich würde ja auch gerne, manchmal. Kann noch zu sehen. Na, noch 10 Minuten. Mal schauen, ob die das schaffen. Ja. Okay. Ich bin mal zuschauen. Mal sehen, wie viel macht der Oma. Ja. Schauen wir mal gleich zu, hier ist er gerade am Sterben. Scheiße, ich kürze nicht zu. Quer mit 1,55 KD. Nicht gerade die schlechteste. Golf mit einer 1,2er KD. Ist auf Augenhöhe mit Erich. Und Querz und Sherry sind auf Augenhöhe. Sherry also, hat hier die 40 Kids. Das Team ist ausgewogen. Es sind nur 2 Punkte Unterschied. Spannendes Spiel. 3 Punkte. Ja, Kerz muss eine Menge auf. Aber die machen den Fehler, Kerz im Team, die laufen immer alleine. Die müssten eigentlich mehr zusammenlaufen, so ja, wie die. Die mehr zusammenarbeiten. Genau, die laufen eher mehr getrennt. Kerz ist kein schlechter Spieler davon ab, aber. Aber er alleine kann auch nicht 4 oder 5 Leute da ausschalten. Er sind ja 4. Ja, nicht alles auch. Nicht immer auf Querz verlassen, wie gesagt, das Team macht die Arbeit, denke ich. Ja. Ja, die funktionieren gut zusammen. Kicker auch mit 21 Kills. Müssen nur jetzt hier mehr tun. Mal schauen, was der Kicker macht. 2 Punkte haben wir noch Unterschied. Ich guck mal rüber, oder ich schau mal bei Sherry Woods. Hier wird er gekillt. Hier hat er, glaube ich, Querzig, den Golf hat er sich hier abgeholt. Schauen, was der Dragon macht. Das ist ein spannendes Spiel, nach 5 Minuten zu spielen. Wer wird gewinnen? Das ist die Frage echt. Wer gewinnt? Oh. Ein Punkt Unterschied. Jetzt wieder. Ne, immer noch ein Punkt. Ne, 2 Punkte.
Jetzt drei. Die Punkte wandern wie ein Wasserfall. Das stimmt. Das ist ein sehr spannendes Spiel, kann man sich gut anschauen. Kein Corner, so wie ich das bis jetzt bei Nee. den meisten beobachten konnte. Viel gelaufen. Die Gauner, ja, sind ja unsere befreundete Crew. Der Erich mit der pinken Waffe. So, quer sein Team müsste jetzt was tun, um aufzuholen. Ne, geh mal aus. Wir laufen die mal zusammen. Gesagt, hier laufen die zusammen. Schauen wir mal bei Kicker. Ich muss den Hühner zu gucken. Wenn Frau auch noch Probleme hat, bei Devi und so den zuzuschauen, dann wäre es das. Dann werde ich das auch übernehmen. Dann brauch ich. Ja, das war so einfach vorzufahren. Ich glaube, ja, wir sind stinkig auf Wand. Ja. Du kannst ja Forster hier in die Party ändern. Da darf das nächste Match auch nochmal wie ein paar Kommentator. Mal den Chemiker zuschauen. Und sind wir gerade nicht den Punkte unten. Bester Tor. Doch jetzt. Ja. 10 Punkte. 9 Punkte. 10. Ja. Wir müssen noch so was tun hier. Und noch zu gewinnen. Der Unterschied da ein bisschen groß. Quer sein Team sagt durch den an. Brauchst du jetzt nicht irgendwie noch funktioniert? Deswegen, weil es ja nicht funktioniert hat, habe ich das hier geöffnet. Dass man jeweils immer gucken kann. Aber so hat Faust auch immer die Ergebnisse zum Schluss. Er hat die Ergebnisse. 50 Kills. Ist jetzt eine bessere Karte Querz als Sherry Woods. Aber trotzdem, ein Spieler kann es hier nicht alleine mitrichten. Die laufen viel zu viel alleine, gehört sein Team. Müssten mehr zusammenlaufen. Brauchen wir ja Teamarbeit. Wie sind jetzt die Punkte? Es steht jetzt 147 zu 141. Also es ist noch, es ist noch alles offen. Also gehört sein Team müsste jetzt die Wände schaffen. Reißen. Das ist viel Kills-Unterschied. Noch ein spannendes Spiel. Schutz für Schluss. Wenn wir jetzt irgendwie 6 Kills, 7 Kills. Und wenn es jetzt irgendwie Neosus gefuttert hätte, dann könnten wir es noch schaffen. Ja, Kretz ist jetzt auf jeden Fall noch. Er war mit Shaywitz auf einer Augenhöhe. Man guckt ja die anderen an, die hocken alle aufeinander. Deswegen, da, wenn du. Die laufen viel zu viel alleine und die laufen. Jetzt muss Quert sein Team viel machen. Wie es ausschaut, verliert. Es war echt eine Zeit lang auf Augenhöhe, das Spiel. Aber irgendwann ist das Team echt angesagt. Ich glaube, jetzt Minute 3 waren sie auf Augenhöhe. Ja. Das dritte Spiel, was die Pirates verlieren. Schaut, wie die Laune danach ist. Ne? Das. Naja, schönes Spiel anzuschauen. Ja, leider. Ich hätte es auch gerne Kerl sein Team gewünscht, dass sie heute auch mal gewinnen. Ah, naja, was werden wir machen? Kannst du nichts machen. Naja.
Mal gucken, ob Kerzen die also sonst einladen.